In der vergangenen Woche habe ich ein Video veröffentlicht, in dem ich die Menschen in diesem Land über das bedingungslose Grundeinkommen für Ukrainer aufkläre. Das Video wurde millionenfach geklickt. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Die Brisanz des Themas veranlasste den Sender Bild Live dazu, Ausschnitte des Videos im Fernsehen zu zeigen. Die Reaktionen der anwesenden Altparteienpolitiker waren entlarvend. Aber seht selbst. Es gibt Stimmen, lassen Sie uns das einmal reinhorchen. Ein Video, das in dieser Woche mehrere Millionen Klicks gemacht hat. Und schauen Sie, was dort mittlerweile längst im Umlauf ist. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Übrigens rechnet die Bundesagentur für Arbeit bis Ende des Jahres mit 746.000 Ukrainern in Hartz IV. Da ist man schnell mal bei über 1.000 Euro jeden Monat. Und das ist der eigentliche Skandal. Bei Müttern in Rente, die drei Kinder zur Welt gebracht haben, sind es sogar nur 751 Euro. Ich finde, das ist einfach nur noch irre. Das ist nichts anderes als ein bedingungsloses Grundeinkommen für Ukrainer. Das Amt zahlt alles. Davon können die Steuerzahler in Deutschland nur träumen. Herr Müller, das sind Stimmen, mit denen wir uns auch auseinandersetzen. Ja, es ist schon schlimm genug, dass ihr diesen Mist sogar noch einspielt, weil es ist wirklich eklig. Jetzt sind wir schuld. Und es ist ein gegeneinander ausspielen von Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Die kinderreiche Familie braucht genauso Hilfe und Unterstützung wie die, die gerade aus einem Kriegsgebiet kommen. Und sowas spielt man nicht gegeneinander aus. Und um das jetzt auch noch komplett zu machen, am meisten ärgert mich, dass wir nicht auch mal darüber reden, dass jetzt schon während dieser Kriegstage Menschen verhungern. Sie haben es angesprochen, weil Lieferungen nicht ankommen, Weizenlieferungen nicht ankommen. Es gibt jetzt schlimmste Hungerskatastrophen auf der Welt, die überhaupt nicht im Blick sind, weil wir auch nachvollziehbar uns natürlich auch mit dem Geschehen um uns herum beschäftigen. Das steht alles in dem Aufruf, das steht alles in diesem Brief. Ja, aber die AfD das muss man mal einordnen, darum geht es. Aber die AfD lebt doch von Krisen, die finden das super. Genau. Die sitzen zu Hause und sagen, klasse, jetzt kommen Menschen, Flucht, super, jetzt hungern die, ist ja auch egal, wenn die hungern. Und die leben immer nur von den Krisen dieser Welt. Und es ist ekelhaft und widerlich. Und ich muss mich Herrn Müller anschließen. Ich bitte Sie wirklich, einen solchen, mit Verlaub, solche Aussagen nicht auch noch zu transportieren. Ich bitte Sie, weil das längst passiert ist, weil das längst überall im Netz ist, weil Sie nicht drumherum kommen, möchte ich, dass Sie sich damit auseinandersetzen und Argumente darauf geben. Das ist Ihre Aufgabe im Bundestag. Das macht ja Gott sei Dank mit 85% der Bundestag ist da ja ganz, ganz klar. Aber was entgegnen Sie denn? Was ich der AfD entgegne, dass es ekelhaft ist, Menschen gegeneinander auszuspielen. Und dass wir die verdammte Pflicht haben, Menschen zu helfen, die auf der Flucht sind. Übrigens ist das sehr interessant. Schauen Sie sich mal an, wer Mitglied in der AfD ist. Da gibt es Leute wie Frau von Storch, die durchaus weiß aus ihrer Familiengeschichte, was Flucht und Vertreibung bedeutet. Da wäre ich ja mal ein bisschen demütig. Da gibt es eine Menge Menschen, die das selber erlebt haben und wissen, wie wichtig es ist, dass andere füreinander da sind. Und ich schäme mich wirklich, dass es solche Aussagen gibt, weil ganz, ganz, ganz Tausende, Millionen von Deutschen helfen den Ukrainerinnen und Ukrainern und machen das wirklich bravourös. Und das muss herausgestellt werden. Ist es nicht armselig, dass man sich nicht mit unserer berechtigten Kritik auseinandersetzt, sondern stattdessen den Moderator dafür angreift, dass er mein Video abgespielt hat? Warum verteidigt man nicht die eigene Politik? Lieber betreibt man, wie so oft, AfD-Bashing. Vielleicht sind sich die Altparteien ja selbst schon darüber im Klaren, dass diese inländerfeindliche und verräterische Politik nicht mehr zu rechtfertigen ist. Was denkt ihr zu den Reaktionen? Schreibt's mir in die Kommentare. Mit schönen Grüßen aus dem Deutschen Bundestag, euer René Springer.